Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Wilhelmshavener Jadestadion. Der Regionalligist SV Wilhelmshaven empfängt am heutigen Samstagnachmittag. Wir sind im Mai, das mag man kaum glauben, angesichts der fröstelnden Kamerafrauen und des auch weiter fröstelnden Moderators. Aber der SVW, er muss auf jeden Fall heute einen heißen Tanz bereiten, dem Goslarer SC, nämlich dem Tabellenschlusslicht. Will man im Kampf um den Klassenerhalt weiter im Geschäft bleiben? Denn Türkimspor Berlin hat gestern Abend den Chemnitzer FC mit 2:1 geschlagen und die Steinbach-Schützlinge unter Zugzwang gesetzt. Samir Kosaraz ist wieder zurück im Team nach seiner Sperre und ebenfalls im Team dabei ist Radek Spilacek, der seine Verletzung auskuriert hat. Der SVW wird heute in Gelb-Schwarz antreten. So hat man nämlich auch beim Halleschen FC gewonnen. Das war alles andere als eingeplant. Aber der SVW, er ist wieder dick im Geschäft und noch dicker im Geschäft wäre er mit einem Sieg. Ob das gelingt, das sehen Sie natürlich wie immer bei SVW TV. Viel Spaß und natürlich gute Unterhaltung und 3 Punkte für den SVW. Das Spiel wird präsentiert von der Zahnarztpraxis Dr. Herrnberger und Partner in Sande. Ihr Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Der SVW, er hat sich vorbereitet, ist hochkonzentriert, ist ins Trainingslager gefahren, um einfach mal abzuschalten, sich auszuklinken, Ruhe zu tanken und hier hochkonzentriert ins Spiel zu gehen. Und der SVW, er startet, Riesenspielzug, 2. Spielminute, Max Wegner schickt Patrick Bär ja auf die Reise, der sieht Ali Mosley und was macht der? Schießt das Ding einfach mal drüber, eieiei. Und die Jungs von Trainer Max Steinbach, sie legen nach, 12. Spielminute, Ecke von Patrick Bär. Bärenstark war der in den ersten 60 Minuten auf Rachid Elhamouchi per Kopf und der Ball ist knapp über dem Kasten. Wieder nichts mit der Führung für den SVW. Dann allerdings 18. Spielminute. Es scheppert im Jadestadion. Wieder Patrick Bär hier über rechts. Max Wegner kommt an den Ball und er hämmert ihn einfach mal rein. Tor 1-0. Jawohl, da ist die Führung für den SVW. Das wurde auch Zeit. Und wieder ein Riesending. 21. Spielminute. Wieder super eingefädelt von Patrick Berje. Zuckerpass von Samir Kosaraj auf Ali Mosley. Der ist schon am Keeper vorbei und schiebt den Ball am Kasten vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Dann 23. Spielminute. Überragend. Patrick Berje auf Ali Mosley und den kann er gar nicht mehr vorbeischießen. Tor 2-0 für den SVW. Ausrufezeichen im Jadestadion. Dann allerdings Abseitsposition. Viele warten auf den Abseitspfiff. Benjamin Lipke vom Goslarer SC, der denkt gar nicht dran, denn Elhamouchi liegt verletzt im Strafraum. 2:1 der Anschlusstreffer. Jetzt geht das Gezittere, das Geflattere wieder los beim SVW. Ist ja nicht zu glauben, da muss man 3-4-5-0 führen und jetzt steht es hier nur 2:1. Das war's dann aber auch erst einmal hier in der ersten Halbzeit. Durchatmen, SVW, Kräfte tanken und in der zweiten Halbzeit endlich für die Entscheidung, für die Erlösung sorgen. Die zweite Halbzeit beginnt mit viel Leerlauf auf beiden Seiten. Der SVW hat natürlich mehr vom Spiel. Immer wieder versucht man hier das entscheidende 3:1 zu erzielen. 58. Spielminute, wieder eine Riesenchance. Ali Mosley, wieder ist es Nico Lauenstein und im Gegenzug ist es Karabulut. Der hat die erste Chance nach dem Anschlusstreffer, aber er verzieht knapp. Und so langsam geht das Zittern los hier im Jadestadion, aber immer wieder toll unterstützt von den Fans in der Nordkurve der SVW. Waldemar Jure, 82. Spielminute auf der linken Seite, flankt den Ball auf Max Wegner und endlich macht er das Tor. 3:1, die Entscheidung, der Drops ist gelutscht im Jadestadion. Erlösung pur, Gebirge gefallen von den Herzen der Zuschauer, der Fans, der Spieler, der Trainer und natürlich auch der Funktionäre. Die Analyse und die Stimmen zum Spiel. Max Wegner, herzlichen Glückwunsch, 3:1 gewonnen, 2 Tore gemacht, endlich wieder Stürmertore. Ja, endlich. Ne? Ich habe lange drauf gewartet. Heute war der Tag und wir haben uns einfach selber belohnt für die letzten Spiele. Läuferisch war es eine 1A-Leistung, 2 Buden gemacht. Und ja, wie muss man sich das erklären? Ist irgendwo ein Schalter umgelegt worden, vielleicht in Mittels? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt irgendwie von alleine. Man hat manchmal schlechte Phasen, gute Phasen und heute sollte es wieder sein und es hat geklappt. Gut, ihr seid ja auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Bleibt ihr da? Ja, klar. Waldemar Juric, ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Sieg heute gegen Goslar. Du bist wieder eingewechselt worden und ich glaube, du bist erstmal froh, dass ihr gewonnen habt und dass du auch selber wieder dazu beitragen kannst. Ja, das auf jeden Fall. Heute der Sieg war wichtig. Wir mussten gewinnen. Das war ein 1000-prozentiges Spiel, die 3 Punkte, weil die anderen sind auch nur am Punkten. Gestern wieder Türkei haben gepunktet. Deswegen, und das gibt uns wieder Selbstvertrauen nach dem Mittwochspiel. Jetzt wieder der Sieg, dass wir jetzt auf dem Abstieg erstmal raus sind.
Und wie gesagt, ja, war wichtig einfach. Und auch natürlich für mich, nach so langer Zeit Verletzungen, auch mal wieder ein bisschen länger zu spielen, ja, war schon toll. In voller körperlicher Verfassung, hättest du den einen vielleicht kurz vor Schluss selber gemacht? Ja, aber wie gesagt, ich, wenn man so sieht, hätte ich ihn alleine machen müssen, wäre auch drin. Aber ich habe Ali gesehen und wollte abspielen, damit er einfach noch leichter hat, ins leere Tor reinschiebt. Aber ja, leider ist mir das glückt. Hätte ich lieber alleine machen müssen. Stand sowieso 3-1, aber naja. Ein Wort noch zu den Fans in der Nordkurve, die haben 90 Minuten Power gemacht. Ja, das fand ich stark. Also so soll es auch weitergehen. Und wie gesagt, das, was sie sagen, wir steigen nicht ab, ist auch richtig so. Und wir werden alles dafür tun, damit wir in der Liga bleiben.